Herzlich willkommen zum Videotutorial zu der Methodenkarte Peer Reviews in It's Learning erstellen. Zunächst erstellen Sie ganz normal in Ihrem Kurs einen Auftrag. Und vergeben hier zwingend eine Frist, bis zu dem dieser Auftrag erledigt sein muss. Ich habe schon mal was vorbereitet. Ich nenne das Ganze Jahresrückblick. Die Frist geben Sie hier an und dann können Sie sich noch entscheiden, ob der Auftrag nach dem Ablauf der Frist geschlossen werden soll oder nicht. Wenn die Frist vergeben ist, haben Sie nun die Möglichkeit, den Haken hinter Peer Review zu setzen. Wenn Sie etwas runterscrollen, sehen Sie das. Und Sie haben weiterhin die Möglichkeit anzugeben, wie viele Reviews der jeweilige Schüler, die jeweilige Schülerin anfertigen soll oder darf. In der Regel wird es wahrscheinlich genügen, dass sich eine lernende Person eine weitere Schülerlösung anschaut. Wir empfehlen, die Bewertung anonym vornehmen zu lassen. Hier legen Sie fest, dass es nur jeweils eine Bewertung sein soll. Und hier können Sie die anonyme Peer-Bewertung aktivieren. Wie ich gerade sagte, wir empfehlen die anonyme Bewertung, damit die Bewertung tatsächlich unabhängig vom Ansehen oder vom Standing der jeweiligen Schülerin oder des Schülers vorgenommen werden kann. Außerdem schützen Sie auf diese Weise die Lernenden, deren Lösungen möglicherweise nicht so unbedingt gelungen sind. Hier haben Sie noch die Möglichkeit, mehrere Aspekte zu aktivieren oder zu deaktivieren. Sie können die Namen komplett ausblenden. Das geht aber auch nur bei nicht obligatorischen Aktivitäten. Am Ende bestätigen Sie das Ganze durch Auftrag erstellen. Und Sie haben nun einen Auftrag mit der Möglichkeit zur Peer Review erstellt. Wenn ein Lernender, eine Lernende nun nach Ende der Frist erneut auf den Auftrag klickt und Sie den nicht haben automatisch ablaufen lassen, kann er oder sie nun eine andere Schülerlösung anonym beurteilen und sich auch seine eigene Beurteilung anzeigen lassen, sobald diese fertig ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.